Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Ja, heute haben wir Venture oder Venture von Danny Weiser. Ja, was ist es? Es ist ein Luggage-Tag, wo man normalerweise seine Informationen draufschreibt. Und ihr habt hier die Möglichkeit, dass ihr eine unterschriebene, gedachte Karte hier drin erscheinen lassen könnt. Also ihr beispielsweise habt ein Kartendeck da. Danny Weiser benutzt es in einem Zoom-Meeting oder Zoom. Ja, das fand ich auch ein bisschen verwirrend, die Performance, weil man muss die Karte schon dahin stealen. Ja. Also das genau. Kam also nicht so quasi, ganz raus. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, das Setting wäre hierfür quasi, dass ihr das alles entsprechend vorbereitet und dann quasi die entsprechenden Karten rausnimmt. Und dann habt ihr, obwohl das die ganze Zeit im Blickfeld war, könnt ihr das danach auf eure Hand drauflegen. Genau. Und dann die Karte rausnehmen. Genau, es könnte eine unterschriebene Karte sein. Man könnte das Gimmick, was ihr dafür braucht, auch in ein Kartendeck verstecken, damit ihr das quasi den Tag dann nur aufs Kartendeck drauflegen müsst. Also eine Sign Card to Impossible Location. Die, wie gesagt, könnte die ganze Zeit irgendwie an eurem Koffer dran sein oder sonst irgendwas. Genau, noch diesen zusätzlichen Lederband, damit man es auch auf jede Variante... Die Qualität ist auch sehr, sehr... Genau. Ja, pass auf. Ja, ist gute Qualität so. Also ich war ja auch schon absolut überzeugt, na, damals von der Weiser Wallet. Ja. Okay. Ja, ansonsten, wir kommen später noch zu einer anderen Version, das ist die Kartenversion. Genau. Aber was gibt es noch dazu zu sagen? Es sind ein paar coole Ideen mit dabei, aber so alles in allem, ja, that's it. Ja, schwierig viel zu sagen. Also, ich stelle es mir gut vor, zum Beispiel, wenn ihr es in der Realität performt, ist halt die Frage, wie kommt ihr damit an den Tisch? Ja? Wenn ihr ein Zauberkünstler seid, der auch mit Karten arbeitet und so einen Arztkoffer zum Beispiel habt, spielt es überhaupt keine Rolle, wenn ihr sowas dann quasi an eurem Arztkoffer dran. Das sieht natürlich aus, ja. Wenn ihr es jetzt quasi dann so hier an euer Hemd dran macht, schaut schon wieder ein bisschen komisch aus. Ich denke, es ist eine Style-Sache, ne? Also ihr braucht halt eine Idee, wo dieses Prop Sinn macht für euch. Wenn ihr, wie gesagt, irgend so eine Tasche, ganz viele haben ja so Bühnenprops oder auch Close-Up-Props, wo dann Kofferchen, Taschen sind, wenn es da ranpasst, natürlich sehr, sehr geil. Aber wenn jetzt, wie ich zum Beispiel, der von Tisch zu Tisch geht, ohne eigentlich mit dem Anschein nichts dabei zu haben, sondern nur seinen Sakko und alles in den Taschen verstaut hat, ich wüsste jetzt nicht, in welchem Kontext ich das einsetzen sollte. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich ganz persönlich jetzt mit dem Produkt habe, auch wenn die Technik, die da verbaut ist, relativ gut ist. Hm. Ich sehe es noch am ehesten in so einer Zoom-Geschichte. Ja, weil da kann ich den Effekt halt auch so schön clean vorbereiten und dann machen. Da sehe ich es noch am ehesten. Mal ausprobieren. Es ist halt echt schwierig. Gut, mit einem Mem-Deck könnte man es machen. Ja. Dass man weiß, wo es ist und dann entsprechendes hinstealen und wegditchen und hin und her. Und ihr wisst ja, was ich meine. Ja, das stimmt. Aber ja, ist es... Wie gesagt, die Frage ist, ich verstehe es nicht. Ich meine, das nächste Produkt, was kommt, ist auch von Danny Weiser. Andy hat mich vorhin auch gehört, ist es nicht relativ ähnlich? Und, ja, das ist fast dasselbe, nur dass es beim nächsten Mal besser umgesetzt ist. Was ich mir hier voll gut vorstellen könnte, wäre eine Prediction, eine Vorhersage von einem Board auf einer Blanko-Spielkarte. Dass ihr eine Blanko-Spielkarte darin erscheinen lasst mit einem Board, was ihr quasi vorher gesehen habt. Ja. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Wie gesagt, ersetzt es eine Card-to-Wallet? Nee. Also ich würde immer auf eine Card-to-Wallet, also Karte in Brieftasche. Deswegen, ich finde es jetzt nicht so gut umgesetzt, wie es sein könnte. Ich meine, die Ideen, die dahinter waren, sind gut. Ich kann leider nicht mehr sagen. Ja, lass uns beim nächsten Produkt, was eigentlich dasselbe ist, in anderen nochmal ausführlich drüber reden. Ich gebe dem Ganzen 5 Punkte. Ich finde, man kann es riskieren. Ich glaube, dass es manche gibt, die da die Verwendung haben. Ja. Hatte ich auch im Kopf. Also 5 Punkte auch von mir. Es passt halt nicht zu meinem Style. Jemand, der sagt, er sieht es bei sich zum Style am Koffer oder so. Mhm. Auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich genauer anschauen. Vielleicht auch vorher eine Routine überlegen, die man mitmachen will. Technisch wird man nicht enttäuscht. Die Verarbeitung ist gut. Es funktioniert, es hält, was es verspricht, bis auf diese Zoom-Versprechen. Das ist ein bisschen, muss man eben zu wissen, aber wir haben es jetzt zu euch gesagt. Oder auch für digitale Shows, wenn es bei euch im Hintergrund irgendwo Sinn macht oder so, kann man das echt einbauen. Aber ich sehe es jetzt bei mir nicht und mir kommen jetzt auch spontan da keine Ideen. Ich finde es auch kein Prop, wo ich sage,
boah, geil, das taugt mir voll, da habe ich Lust, das zu verwenden. Ist, wie gesagt, es hängt an euch, das entsprechend umzusetzen. Ja. Ich glaube auch, dass es da den richtigen Performer draußen gibt, der das verwenden möchte. Für uns ist es jetzt, wie gesagt, wir sagen, man kann es riskieren. Wenn ihr es gesehen habt und sagt, oh, sowas weiß ich bei mir zu verwenden, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Genau. Für wen ist es geeignet? Wie gesagt, derjenige, der eine Routine hat. Welche mit Arztkoffer stelle ich mir echt auch ganz gut vor. Ja. Wie gesagt, wir kommen beim nächsten Mal beim nächsten Produkt jetzt gleich mehr drauf ein. Genau. Ansonsten, ja, das war es eigentlich schon mit Venture von Danny Weiser. So, zur Mitte der Review. Wir haben gesagt, wir suchen einen fähigen Zauberer, der das entsprechend einsetzt. Und wir haben ja eine komplette Liste, eine Community hier mit allen möglichen unserer Magic genau. Member. Und an einen von euch geht Venture von Danny Weiser. Andi, schmeiß doch mal das ich Lucky Wheel an. Lucky Wheel, meine Damen und Herren. Und es geht los. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ins Lucky Wheel kommt, alle Infos dazu zum Magic Member Projekt unten genau. In der Beschreibung. Das wird unter allen, meine Damen und Herren. Nummer 77, wir gehen zurück und wir schauen mal, wer die 77 ist. Das ist Jan SCH. Ah ja, Jan, herzlichen Glückwunsch, an dich geht einmal der Luggage Tag hier. Ich hoffe, du kannst es einsetzen. Schreib uns da auch gern mal, schreib uns, sonst schreiben wir dir wegen dem Produkt, dann schicken wir es dir zu. Genau, das ist unter allen Magic Membern, ist ja immer hier einmal im Monat die Verlosung. Falls jemand, der nicht Magic Member ist, was gewinnen möchte, könnt ihr auch in den Preview-Streams vorbeischauen. Da verlosen wir ab und an auch mal noch etwas. Mhm. Das noch als kleiner Tipp am Rande. Jo, vielen Dank auch für den Magic Member Support und es ist immer so geil, der Austausch mit euch auf dem Discord-Server. Macht echt Spaß, ja? Und gut, wir kommen mal zum nächsten Produkt. Ja. So, als nächstes Produkt haben wir Manifest, auch von Danny Weiser, wie das erste Produkt. Und es sieht schon verdächtig ähnlich aus. Es ist ein bisschen anders umgesetzt. Was ist es? Es ist eine Dreamplot-Routine, aber mal eine, die Sinn macht. Also Dreamplot-Routine, ihr fragt einen Zuschauer, wie sein Name ist oder mit wem er irgendwo hinreisen möchte, mit welcher Airline er zum Beispiel fliegen möchte und wo er hinfliegen möchte. Und das könnt ihr quasi an einem Luggage-Tag, ähnlich wie hier, erscheinen lassen und quasi ihr habt dann vorher gesagt, wo er hinreisen möchte, mit wem er reisen möchte und mit welcher Airline. Ist irgendwie quasi gut. Die Nicht-Karten-Version ja. Von dem, ja. Genau. Ihr kriegt noch entsprechend einen Blog dazu, der euch hilft, das umzusetzen. Ihr kriegt die entsprechenden Tags, also Name, Phone, Destination. Wie gesagt, Telefonnummer würde ich gar nicht nehmen. Ja, aber das gibt schon wieder, also wenn ich jetzt mal rein überlege, schon mal viel mehr her als jetzt das andere. Es ist ein ja. Luggage-Tag und ihr sagt damit einen Namen, ihr sagt einen Ort vorher vor. Noch viel besser. Es ist kein Karteneffekt. Also ja. Ich finde alles, was man nicht mit Karten machen kann, besser als die Version mit Karten, also in den meisten Fällen, weil es einfach für den Zuschauer irgendwie, ich weiß nicht, man hat eine bessere Connection zu Reisen, Destination. Das wirkt, die Story wirkt schon viel besser, als deine Karte ist hier in meinem Luggage Tag. Ja. Und es passt dann auch viel besser zu dem, das macht mehr Sinn. Mhm. Als warum ist eine Spielkarte in einem Luggage Tag? Ja. Und das macht Sinn. Für die clownesken Zauberer unter euch, ja, wenn ihr auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen oder sowas seid, leiht euch so eine Uniform aus, kommt mit einem Koffer auf die Bühne, sprecht jemand unten an und sagt, ey, das ist doch dein Koffer. Hier mit BH drin und alles und hier und da. Ich bin mir sicher, wie heißen Sie? Also, Sie heißen Tom? Ah, okay. Und wo wollten Sie hinreisen? Ja, und ihr habt es macht halt einfach Sinn, dass das Ding. Auch die Ideen, die dabei sind, ich weiß nicht, von wem das ist, aber es war ein ultra cleaner Load, wo er den Block wegpackt und dann durch den Koffer hindurch das hinlädt. Das ist echt super. Wie gesagt, die Frage ist, ist es was für euch? Das ist jetzt nicht was man jetzt Walkaround machen würde. Das ist ein Bühneneinsatz. Ich finde es clever. Für Online-Shows sehe ich auch, ihr habt die Tasche im Hintergrund, die halt einfach die ganze Zeit dasteht. Es sind auch super Ideen dabei. Auch von Paul Romani, meine ich, sind dabei. Ja, die Frage ist, passt es zu euch? Könntet ihr das umsetzen? Ist der Dreamplot etwas, was ihr machen würdet? Wie gesagt, ich bin noch am Überlegen, ob das was für mich ist, weil ich mag immer diese exakten Vorhersagen immer nicht, weil das einfach zu perfekt ist. Das ist das zu perfekt Prinzip, sagen wir es mal so. Den könnt ihr auch von beiden Seiten zeigen. War beim anderen so ein bisschen schwieriger, aber würde bei dem funktionieren. Ist schon ein bisschen so eine verbesserte Version, auch wenn es in eine andere Richtung geht, aber so generell habe ich das Gefühl, da ist mehr daran gearbeitet worden. Man hätte die Sachen auch zusammenschmeißen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ein Produkt draus machen, ja. Zum Beispiel. Und dann halt eine Kartenversion unten, ja.
Ja. Ist wieder das, wie gesagt, ich finde es ein bisschen besser. Wollen wir zur Bewertung kommen? Ich will gesagt, es ist. Also ah, ja, von der Verarbeitung, stimmt. Es gibt es noch in verschiedenen Farben. Es gibt es noch in verschiedenen Farben. Okay, es gibt dieses Gelb. Das ist natürlich schon sehr iconic. Aber ich finde, das ist schon wieder so ein Stilbruch, dass es Stil hat. Weißt du? Weil das Schwarze muss schon irgendwie so im Koffer passen. Das passt dadurch, dass es nicht passt. Ja. Weil das kannst du an jedem Koffer hängen. Das Gelbe, das wirkt so. Was ich nicht so nice fand, war seine Story mit so, ja, er kann momentan nicht reisen, deswegen hat er seinen Luggage-Tag jetzt immer dabei und so. Das fand ich jetzt nicht so gut. Aber sonst kann man auf jeden Fall was draus machen. Und ja, auch mit dem Blog und so, irgendwie, das ist eine runde Sache. Joe, was meinst du? Ich gebe 6 Punkte. Ich finde es ein bisschen besser als das erste, einfach weil da die Routine, also wie gesagt, und die Gimmicks sind auch so anders, dass man den Trick mit dem hier besser machen kann als mit dem anderen. Ich gebe ihm 6,5. Den halben Punkt packen wir noch mit oben drauf. Ich finde es echt cool. Daraus kann man echt was machen. Auch wenn es immer noch nicht mein Stil ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich mich jetzt auch nicht performen. Aber die Ideen, die dabei sind, sind hier besser. Die ganze Umsetzung ist besser. Wir erwähnen es nochmal. Die Punkte sind einfach nur unsere direkte Meinung. Ich wette, es gibt welche da draußen, die daraus eine Hammer-Routine machen. Wie gesagt, wir haben euch jetzt das erklärt. Ja. Es kann für euch kann es ein 9- oder 10-Punkte-Produkt sein. Ja. Wie gesagt, es macht einfach Sinn, diese Vorhersage halt eben, wenn es schon eine Ortsding ist, in so einem Luggage-Tag reinzumachen. Genau. Gut, das war's. Für wen ist es geeignet? Eigentlich für Bühnenkünstler. Ich sehe das als Bühnentrick. Also es kriegt auch ein Anfänger hin, wenn er gut übt, oder? Ja. Also na, vom Handling ist schon ein bisschen schwierig. Ja, aber, wenn jemand sagt, er möchte eine Bühnenshow performen oder eine Bühnenshow zusammenstellen, ist es nicht teuer, es nimmt viel. Nee. Es gibt also sowohl von Anfänger bis Profi, der am Kreuzfahrtschiff diese nice Idee macht. Ja. Das sehe ich noch am ehesten für irgend so ein Video, dass man da so eine Situation macht, das ist ihre Tasche? Nein. Wieso? Wer sind sie? Wohin wollen sie? Und dann so, aber steht hier alles drauf. Ja. Könnte man so eine nette Real-Life-Performance daraus machen. Naja, mal schauen. Und ja, das war's mit Manifest. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Review für diese Woche heute mit Manifest und mit Venture. Was war jetzt nochmal was? Naja, egal. Auf jeden Fall ist es. Wenn euch eins von den Produkten gefallen hat, links unten in der Beschreibung, wenn ihr wissen wollt, wie ihr in den Lostopf kommt, alle Infos dazu zum Magic Member Programm hier drin. Jetzt überholt er sich gleich beim Sprechen. Livestream, Andi und sowas kriegt ihr auch mit. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.